Ja, willkommen zu einer neuen Folge von der Runde unterwegs. Heute geht's zum Heldenberg. Die das nicht wissen, Niederösterreich. So, wo genau blende ich da jetzt ein? Vorher geht's noch frühstücken in eine Bäckerei. Die ist in der Nachbarortschaft. Also, seid gespannt. Es wird wieder einiges zu sehen geben. Das ist, glaube ich, ein Tagesausflug. Kann ich an jedem eigentlich nur empfehlen. Ja, es hat seinen Preis. Außer du hast eine Niederösterreich-Card. Dann zahlst du nur für die Greifvogel-Vorführung. Und kannst du alles andere gratis anschauen. Ansonsten, ja, man könnte sagen, es ist hochpreisig. Du hast aber, wenn du jetzt einmal diese Karte bezahlst, die ganze Saison Zeit, dir alles anzusehen. Es ist nicht so, dass du alles an einem Tag machen musst, sondern du kannst durchaus sagen, okay, ich mache heute das Steinzeitdorf und die Falknerei und komme in 2 Monaten wieder und schaue mir dann das Oldtimer-Museum an und so weiter. Die Außenbereiche, sprich Steinzeitdorf, Falknerei, glaube ich, bis Ende September und der Rest dann bis Ende Oktober, wenn mich nicht alles täuscht. Also bleibt dran, es geht los. Ja, ich würde sagen, beginnen wir mit dem Falknerhof. Was ich eigentlich nur empfehlen kann, ich habe den jetzt schon das zweite Mal gesehen, die machen das jetzt schon seit 30 Jahren. Und was ich erzählt habe, gehört auch das rund um das Jagdgebiet zu Erna. Das heißt, dort gehen sie mit den Vögeln auch regelmäßig jagen. Und man lernt sehr viel über die Ausbildung der Tiere und wie lange es dauert, wie das abläuft und. Also wie trainiert wird, wird teilweise gezeigt. Du siehst, Seeadler haben sie dort aus der kanadischen Linie, wie die erklären, sind die etwas stärker und größer. Diverse Bussarde, Uhus und so weiter. Und dann würde ich mal sagen, ja, lassen wir die kurzen Videosequenzen und die Bilder sprechen und dann sehen wir uns dann in Kürze wieder. Ich sag dazu immer wieder gerne, eine Art Arbeitskollegschaft mit uns auch einzugehen, denn eines sollte uns klar bewusst sein, kein einziger Greifvogel auf der ganzen Welt würde eigentlich uns Menschen brauchen, damit zwischen den Greifvögeln und den Falknern der sogenannte Faustappell. Und so lässt man dann seinen Greifvogel täglich frei fliegen. Er entscheidet dann täglich den Ablauf, aber auch die Zeit, das bestimmt alles unser Greifvogel. Ja, würde man vielleicht einmal... Jemand, das Sprichwort stinken wie Iltis. Ja, das kennt man vielleicht von irgendwo, denn die Wildform von ihnen, das sind Iltisse. Die Hausform, das sind Frettchen. Ich kann aber schriftlich geben, stinken tun wirklich beide gleich identisch. Das ist im Fuchsbau hineingelassen. Der stöbert dann immer mit lautem Gebellen. Den Fuchsbau treibt uns so den Fuchs aus dem Bau heraus und wir stehen dann speziell mit den Greifvögeln, das Mensch, in der Nähe und versuchen dann Beute auch zu machen. Ja, und so kann man sich schon vorstellen, dass wir drei hier wirklich ein gutes Team bilden müssen. Da schon länger ferngesteuerte Autos als Trainingsmittel dazu. Ja, das will ich Ihnen hier jetzt auch zeigen. Ja. So, wir müssen uns jetzt nur vorstellen, wir sind jetzt alle im Wald da draußen. Haben wir jetzt einen Kaninchenbau gefunden? Ja, das Frettchen, das wurde bereits in den Bau hineingelassen. Durchstöber den Bau und plötzlich kommt noch was heraus. Unser Patient hat versucht, danach zu flüchten. Aber was unser Krümmel einmal in den Fängen hält, das hält er und lässt auch nicht
mehr aus. Und so muss es sein. Einen Applaus für unseren Wüstenbusser hier. Sehen, das ist ganz normal. Aber auch noch wunderschön anzuschauen. Wenn man den Uhu in die Augen schaut, kann man vielleicht feststellen, dass so ein Uhu die Augen nicht bewegen kann. So wie wir Menschen oder andere Greifvögel. Nein, sie haben starre Augen im Kopf verankert. Zum Vergleichen in große Höhen zu gelangen. Wenn Sie da mal oben angekommen sind, und das ist sicher 400 und 600 Höhenmeter, dann braucht es ein Adler stundenlang nicht einmal einen einzigen Flügelschlag zu machen, kann dann stundenlang die Gegend nach Futter absuchen. Ja, denn so Greifvögel, die haben nur drei Gründe, um zu fliegen. Ja, nach der Greifvogelschau haben wir sich das kleine Steinzeitdorf angeschaut. Man muss dazu sagen, dort gibt es auch noch einen Streichelzoo, der so entstanden ist, dass weil dem Falkner immer wieder Tiere gebracht worden sind und dann hat er einen Streichelzoo daraus gemacht. Man muss dazu sagen, die finanzieren das alles privat und auch mit den Eintrittsgeldern. Und mit Ziegen, ist er überhaupt nicht gesehen, er hat es nur erzählt, mit Ziegen, Meerschweinchen, was weiß ich noch, was alles. Das sieht man, habe ich ein paar Bilder, die zeige ich euch jetzt. Und dann ist es weitergegangen zum Radetzky-Denkmal. Ja, das ist für Geschichtsinteressierte sicher mal nett zum Anschauen. Die Geschichte der Kavallerie und so weiter und das Denkmal selber und dann hast du dort eine Allee mit den Büsten von den Kaisern und diversen Feldherren, begonnen von Liechtenstein und Palfi und wie sie alle geheißen haben. Viele kannte ich tatsächlich nicht, einige kannte ich sehr wohl von den Kaisern, klar, das wurde uns in der Schule teilweise eingetrichtert. Und ja, schaut euch das jetzt an und dann geht's in Kürze weiter. Schon ungefähr einen Eindruck, wie lang das Ganze dauern kann. Nach dem Radetzky-Denkmal ist es hinuntergegangen zum Oldtimer-Museum, wo es sehr, sehr viele Ausstellungsstücke gibt, die ich euch dann auch in einer kurzen Fotosequenz zeigen möchte. Also ein kleiner Ausschnitt. Und danach ging es dann zu den Lipizzanern. Dort ist eine Ausbildungsstelle der Lipizzaner, wo dann die Junghengste hinkommen. Und ja, da gibt es auch noch einige Fotos. Ich kann die Führung nur empfehlen. Es geht sie zeitmäßig, geht es sie gerade schön aus. Also wir waren eben um 10 war die Greifvogelschau, dann zum Radetzky-Denkmal, dann waren wir unten bei den Automobilen, dann waren wir dazwischen noch an Eiskaffee trinken und was trinken, eine kurze Pause zu machen. Und dann sind wir rauf, um 14 Uhr ist dann die Führung bei den Lipizzanern. Wie gesagt, die man nur empfehlen kann. Und dann, danach sind wir dann quasi zurückgegangen durch den Englischen Garten. Und dann war der Tag eigentlich eh schon fast vorbei. Und dann haben wir uns noch einen kleinen
heurigen gesucht, also klein war er nicht. Also der ist schon relativ groß, die einem schon fast leid tun können, weil sie seit 6 Jahren keinen Koch bekommen. Aber nettes, altes Ehepaar kann man echt nur empfehlen, dort mal vorbeizuschauen. Speisekarte ist jetzt nicht sehr groß, aber das Apfel, Eierlikör, Tiramisu, das war schon gut. Das war schon wirklich gut, was die da gezaubert haben. Und so gesehen verabschiede ich mich jetzt mit Fotos von den Oldtimern, den Lipizzanern und vom Englischen Garten. Und wir sehen uns dann irgendwann demnächst wieder. Wahrscheinlich nicht mit einem Ausflug, aber das kann ich nur sagen. Da lasst euch überraschen. Viel Spaß bei den Aufnahmen.